Nach Korea dachte ich, ich wäre durch. Aber Irons gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance 2 Monate später. Vor etwas über 12 Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologiegipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt, eine anti-westliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Captain Adjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Hey, eine Sekunde, ja, das... Das Sinking spinnt noch. Okay, gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht um den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In 5 geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Reger Verkehr, moin moin liebe Zuschauer, zurück zu Call of Duty, 3. Mission hier, Exotyp-Spezialist. Du bist online. Flugdrohne aktiv, schicke dir die Übertragung. Und gleich in der nächsten Mission hier, Flugdrohne aktivieren. Hab sie, jetzt ganz ruhig. Yeah. Nähern uns Zielgebäude. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im 1. Stock. Fette Geschütze an den Fenstern. Ja. Konferenzraum direkt voraus. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Wir leben durch Gottes Gnade. Ihn zu töten bringt ihm gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es bringt sogar sehr viel. Was eine Sau! Prophet, sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Verbox nicht. Alter Joker, ey. Ich geb dir gleich, ne? Kein Vertrauen hier in mich, ey. Was haben wir denn hier noch an Waffen? Was ist das denn? Ach, das ist diese Laser, oder? Nee, oh, das ist eine Pumpe. Das sieht ja auch hässlich aus, das Ding. Das ist vorne abgesägt. Da haben sie was vergessen dran zu bauen. Okay. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Es wird Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt ihn lebend raus. Stressfrei. Stress? Was für ein Stress? Viel Glück. Na, du hast keinen Stress da in deinem Büro, ey. Wir sind diejenigen, die hier Stress haben. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Alter. So ein Exoskelett ist schon was Geiles, ne? Also so eine Tür ist, machen wir überhaupt keine. Meine Problem. Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Feuern auf wen? Auf dir. Ah. So, ist ja noch ziemlich ruhig hier.
Weil wir sneaken uns hier geschickt von über die Dächer rein. Sie werden uns nicht kommen sehen. Und auch nicht hören. Werden sie alle vernichten. Magnetgriff an. Die Wand hoch. Magnetgriff? Was ich da in der Ausbildungszentrale gesehen habe? Mach mal vor. Ich will das sehen. Komm, kletter mal. Kletter schon, Mitchell. Ja. Ah, okay. Wow, Spider-Man, ey. Das ist eine Technik, ey. Okay. Grünes Licht, gut. Um das Fenster herum. Deine yeah. Handschuhe werden daran nicht haften. Am Fenster geht's nicht, okay. Zu glatt oder was? Wo ist denn das Fenster? Hier. Das macht ganz schön viel Lärm, finde ich. Mitchell, Stummladung bereit machen. Ah, da kommt wieder die berühmte Stummladung, ja. Die sind krass. Tun wir es jetzt durchbrennen? Yeah. Yeah. Slow-Mo-Action! Hier ist ja gar keiner mehr. Nur da einer? Einer. Oh, der ist schon weg. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Mitchell, Joker, ihr seid dran. Aha. Geheimdaten. 45! Mitchell, wir brauchen Sichtverbindung zum Ziel. Ist das ein Loch? Noch mehr Technik hier. Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls. Erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Alter Schwede. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Abi. Ziel bestätigt. Sie werden eine Geisel töten. Feinde sind markiert. Die Geiseln sind tot? Nein. Showtime. What? Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Hab ich eben... Ziel bestätigt. Hab ihn. Ziel bestätigt. Ah, das da. Das ist der Premier, den ich markiert hatte. Komm schon. Alter, ja. Den, wieso... Den Scheiß drauf. So. Showtime. Eins. Alles klar, Mitchell. Du bist zwei. Unser Auge. Die Aufklärung drei. Vier KVA-Mitglieder im Raum. Vier. Markier sie. Feinde sind markiert. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Auf dein Zeichen. Feuer. Aha. Geht doch. Alle Ziele erledigt. Atlas Rettungstruppe. Keine Bewegung. Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Den Typen da hatte ich vorher markiert. Das ist nicht Mitchell, gut. Den Premier sichern. Ich sichere ihn. Hallo, Mr. Premier. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Johnny. Was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. Sir, hier sind sie sicher. Danke, Soldat. Krass, ich musste in dieser Mission schon einmal schießen, ne? Muss nicht immer rumgeballert werden. Ist doch mal super, sowas zu sehen hier. Okay, weiter geht's. Die sind in einem weißen Truck unterwegs.
2-1. Wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Hier, können wir noch die nehmen? Ist ein Atlas-Auto. Können wir doch fahren, oder? Oh Gott. Independence Road. Weißer Transporter. Hier ist Stau. Da kommen sie doch nicht durch, oder? Scheiß Berufsverkehr. Reger Verkehr, ja. Nigerianische Armee. Alter, was haben die denn hier für Schlitten in Nigeria, ey? What? What the fuck? Was war das denn? Warngranate werfen. Was für eine Granate? Eine Warngranate? Die setzen MGs ein. Achtung! Ey, hier ist Stress, ey. Oh, da sind noch oben RPGs drauf. Na, schade. Komm schon. Mitten in der Rush Hour, das ist gemein. Der ist ja immer noch da. Scharfschützen auf dem Balkon! Setz dein Overdrive ein! Warum soll ich meinen Overdrive einsetzen? Die treffe ich auch so. Kommt alle her hier! Leute, schießt ihr auch mal mit oder bin ich hier der Einzige? So, schon besser. Kann ich nicht durchs Auto schießen, ey. Oh, da oben schon wieder einer. RPG, ey, Assi. Oh, Rambo-Modus. Oh. Noch mehr? Bei den Geschäften, 6 Uhr. Wo ist er denn hier hin? Digga, du guckst hier in die falsche Richtung, ey. Hier ist noch einer irgendwo da. Meine Leute schießen ja nur daneben. Da ist ja auch. Ah. Okay, das war's. Gesichert. Bewegung. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. Okay. 2-1. Abkürzung durch die Gassen. Truck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Hier durch. Kein Doppelsprung. Verstanden. Wir kümmern uns drum. Seitwärts Boost, aber. In dem Laden da drin. Alter, lauf endlich in die Flinte, ey. Alter, schon wieder. Hab ich ihn niedergeschossen hier? Depp, ey. Dumme KI, echt. Oben, oben, oben. Da oben. Leute, guck doch auch mal hin. Jetzt rennt mir hier nicht schon wieder vor der Flinte rum, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hab keine Munition mehr, ey. Bam! Eine Druckwelle erzeugt das Ding. Zäh. Yes. Geht doch. Kontakt. 4 Uhr. Okay, Reichweite ist nicht so gut von dem Ding. Aber wenn man dicht dran ist, dann läuft's. Hab ich wieder mit neuer Muni? Nein, habe ich nicht. Dann nehme ich mal hier von dem was aus. Auf. Hier, durch das Tor. Ich hab's. Ja, mach auf. Hier entlang. Laufen die, die sind doch mit dem Transporter schon lange weg. Nach rechts, nach rechts. Alter. Oh. Treppen hoch.
Komm schon, komm schon! Oh, das ist eine Dreier-Burst-Waffe hier. Komm hier rein erstmal. Ja, hier kann man auch rauf. Kann ich sie von hinten überraschen? Ja, kann ich. Alter, das war ein Headshot! Ich hätte es überlebt, ne? Ist hier noch was drin versteckt? Was sie hier alles für Rechner haben. Alles so eine Monitore und die Tastatur sind geil. Ein Fußball. Nice. Bam. Alter, kugelsichere Fußbälle, ey. Kampfsack! Das Geschütz ist gepanzert. Wir müssen es flankieren. Mitchell, den Kampfwagen flankieren. Soll ich da einfach dran vorbeilaufen, oder was? Los, hinter den Bastard! Ich sprinte! Oh, Alter! Lenk den doch mal wenigstens ab oder so, ey! Alter! Was bist du denn hier? Hab ich hier noch eine Granate oder so? Warn, Blend. EMP, komm! Welche? Nein, hilft nicht. Ich soll hier flankieren, aber die machen das noch nicht mal. Wenn da mal einer hinlaufen würde. Hier, Granate vor die Füße. Der ist gepanzert, ne? Weiter, sprinten! Ja, ich komm nicht durch. Ich komm. Alter. Friss das, Alter. So. 2-1, Zieltruck biegt nach Westen auf den Liberty Highway ab. 500 Meter. Wir sind gleich da. Hier durch. Independence Road, Liberty Highway. Also was haben die denn hier für einen Namen? Das ist ein Internetcafé hier, ne? Cool. Komm mal auf hier. Ach, ich kann nicht durchs Fenster rausklettern, ey. So, hier. Wieder Kletter-Action. Zack. Okay. Wieder eine belebte Straße. Über die Straße! Haben die keine Ampeln? Hey! Auf die andere Seite der Straße, Mitchell! Ja, da sind Gegner! Alter, ist das nervig mit dem Verkehr. Die fahren auch alle eiskalt weiter. Jetzt kann ich echt einen Doppelsprung gebrauchen oder sowas. Die fahren mich doch hier tot. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell. Da sind schon wieder Gegner. Komm, nachladen. Alter, verpiss dich, Bus. Straße, Mitchell. Ey, du wiederholst dich. Ist deine Platte kaputt oder was? Hier, ey, kriegst du eine Faust. Oh, 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 oh. Pass auf, das Auto. Der ist fast überfahren worden wegen mir. Über die Straße. Ja. Du musst aber auf den Verkehr achten. So. Hund, Hund. Jung Hund. Die Truck nähert sich der Position. Verstanden, Prophet. Zu mir hier lang? Ja, hier. Mitchell, zu mir! Bin hier. Okay. Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ein weißer? Ich sehe keinen weißen Truck. Ich sehe ihn. Der da? Verdammt, keine freie Schussbahn. Leute, ein bisschen fix. Bringen wir es hinter uns. Spring! Alter Schwede. Yeah! Schalte die Geländewagen aus! Bereit machen zum Springen! Das ist schon wieder so ein Highway, der mich auch wieder an Matrix erinnert, ey.
Ja, wo schießt ihr denn? Wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. Roger. Ah, da, Alter. Schweine. Wir sind verletzt in Deckung. Ja, wo soll ich denn hier in Deckung gehen? In der Nähe bleiben. Ah. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Digga, hilf mir mal hoch. Oh, 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 oh. Aber diese Handfeuerwaffe, ne, die finde ich so kacke. Wie Spielzeug in der Hand. Alter! Bin jetzt. Ich hab X gedrückt. Oh, lad nach. Mann! Gib mir doch mal eine ordentliche Waffe hier, ey. Das ist doch kacke, das Ding. Diese Handfeuerwaffen sind echt für den Arsch. Guckt ihr euch die mal an hier, ey. Der macht auch nichts da oben. Wenn er mir mal hochhelfen würde. Genau, mach weg das Ding. Und ciao! Alter, gegen Pfosten. Fiese Aktion. Ja, ey, diese Einblendung, die könnten sie mal ruhig ein bisschen deutlicher machen, ey. So ein kleines bis weißes Ding, ey. Kriegen sie mal eine Farbe geben oder sowas. Wenn der Bus ein weißes Dach hat, ne, dann siehst du dieses kleine weiße X da nicht. Komm schon. So, nochmal das Ganze. Mann, immer diese Quicktime-Events, ey. Können die nicht irgendwas anderes einfallen lassen? Immer das Gleiche. Bam! Das ist aber gut. Feindlicher Heli! Ausschalten! Ja, mit meiner Waffe hier, oder was? Jetzt! Jetzt springen! Truck auf 12 Uhr! Springen! Boah! Alter! Festhalten! Der war getroffen! Oh, 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 oh! Nimm das Lenkrad! Au, Scheiße! Zum Glück ist da Wasser! Ich muss da runter. Ah! Geisel ist ertrunken. Ja. Was ist mit mir? Ich krieg auch keine Luft. Komm, mach auf! Das ist nicht die Geisel. Ist das der Richtige? Okay. Komm schon! Alter, schwimm doch mal schneller, ey, als ob ich hier gar nicht vorankomme. Hey! Alter! Nicht schlafen! Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Ach, bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Ja. Gar nicht übel, Mitchell. Ja, können wir mal ein Beispiel dran nehmen. Dann hat er mir einfach einer reingehauen, ey. Leben auf der Überholspur, hm.
Reger Verkehr, ja, das war schon wieder Mission 3. An sich interessante Sachen dabei gewesen, aber ich bin einfach kein Fan von diesen Quicktime-Events. Irgendwie jedes Spiel tut ihr einbauen. Da können sie sich echt mal wieder was anderes einfallen lassen, als immer irgendwie vorgeskriptete Abläufe, wo du dann irgendeine blöde Taste drücken musst. Und wenn sie das so machen, dann können sie die Tasten ja wenigstens ein bisschen deutlicher einblenden als das eben. So ein kleines weißes Symbol? Ein bisschen wenig. Die können ja wenigstens noch blinken oder sowas, ja, dass du die sofort im Auge hast. Aber das eben fand ich ein bisschen schlecht zu sehen. Aber naja, wir haben es hinter uns gebracht. Aber ich denke, das ist Call of Duty. Da kommen doch bestimmt noch mehr von diesen Dingern. Naja, ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann schaltet wieder ein, wenn es weitergeht in der nächsten Episode. Und ich verabschiede mich hier und sage vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Haut rein und bis dann.